Die eingeweihten Maschinensäcke von euch kennen mich vielleicht. Ich bin Baby Banane. Die kennen mich ganz sicherheit, weil ich bin ein Held und bin schon ganz lange mit dabei. Ich moderiere die Interessiershow schon seit Urzeiten, ja, aber die neuen Zuschauer hier im Internet, die kennen mich garantiert noch nicht. Ich bin der offizielle Vertreter und Sprecher von Shushinus. Der hat nämlich Jubiläum hier auf dieser Kackseite, wo man Videos hochladen kann. Wir müssen vielleicht noch das Problem mit der Stimme lösen, weil ich klinge sonst genauso wie der Fuchs. Und das wollen wir ja nicht mehr, das wäre ja blöd. Das ist auch unpraktisch, dass ich jetzt angefangen habe, mit dem Fuchs zuerst so hier das zu machen, weil das ist ja eigentlich, ist der ja gar nicht so berühmt wie ich. Ich bin ja viel berühmter und viel älter. Ich weiß gar nicht, wo an diesem Ding hier das Mikrofon ist. Wenn man nicht weiß, wo das Mikrofon ist, dann kann man da nicht reinbrüllen und kriegt auch nicht so gut die Sabbel-Radio-Geräuschkulisse hin. Das hier sind die Sabbel-Kassetten. Da werden wir jetzt mal eine hören. Hallöchen, hier sind wir wieder in den Donnerstag-Nachrichten. Die heutigen Themen: Krieg zwischen Freitaghandmännern und Maschinensäcken, nur um die Stiftwelle. Ja, da waren wir noch frisch. Heute sind wir zynisch und verbittert von der Schlechtigkeit der Welt und stecken in so einem abgeranzten Kadaver. Das ist traurig. Ich will nicht so alt sein. Wir beginnen zum Jubiläum mit einer Abhandlung über das gesamte Phänomen der Filme hier. Dazu gebe ich weiter an den Fuchs, der genauso klingt wie ich. So, wir gehen jetzt an den alten PC, um den anzumachen. Das wird ein Abenteuer. Das wird erstmal jetzt hier der Frühsport. Jetzt geht's ans Eingemachte. So, mal sehen, was passiert. Guckt euch das an da. Das ist ja wieder typisch! Fehler! Scheißdreck! So was ich drücken. Strick Alt Enf, yes. Strick Alt Enf. So, jetzt gucken wir mal, was jetzt kommt. Bisher ging er noch immer. Das verfluchte Scheißding ist kaputt! Diese Dreckstechnik, diese Pisstechnik! Ich wollte euch jetzt nämlich hier zeigen, die Original-Adipositron-Datei für unseren Sonderfilm hier. Zum Jubiläum. Und nun geht das nicht hier, weil der Dreck kaputt ist. Muss ich jetzt die scheiß Festplatte da ausbauen und dann gucken, ob ich die noch andersweitig da anmachen kann. Weil das wird ja wohl hier an der behinderten Systemplatte liegen. Da ist nämlich noch eine drin für die Daten, du Hurensohn! Weil das hier nicht funktioniert, müssen wir euch dann jetzt die gefälschte Datum zeigen. Nein, ich meine das kopierte Datum zeigen. Auf dem neuen Computer. Hier ist die Liste. Und wie ihr seht, am Mittwoch, dem 25. Juni 2008, wurde Adipositron 1 fertiggestellt. Und er wurde dann auch gleich hochgeladen. Am selben Tag, vielleicht auch am nächsten Tag, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber das ist ein historischer Moment für die Menschheit. Ich habe hier sogar noch ein paar Szenen gefunden aus Adipositron, die noch nicht gemacht wurde. Die hätten eigentlich ans Ende von der zweiten Staffel gemusst, aber habe ich da nicht gewollt. Das erinnert uns doch jetzt an Sabbel Radio. Die gute alte Zeit, wo wir noch ein richtiges Mikrofon hatten, was übersteuert, wenn man laut reinfällt. Ich zeige euch jetzt einen Trick. Der geht so.
Das ist die super Bipak-Bubi-phasenverschiebungsbasierte Muskelmultiplikationstechnik. Wer hätte gedacht, dass das so klein ist? Aber die anderen, die sind größer. Die eigentlich unwichtiger sind. Hier. Das sind nämlich nur die Nebendinger. Hier wurden unsere großen Krieger gefertigt. Unserem Heimwerkerparadies. Ihr wollt neue Sachen von dem üblichen Zeug. Und ich teile das aus purer Gnade mit den anderen.